Willkommen hier zur dritten Partie am 16. Bundesligaspieltag. Hoffenheim gegen Bielefeld, das heißt Real Platz Nummer 14 gegen Platz Nummer 15 und in unserer FIFA Online Bundesliga Platz Nummer 16 gegen Platz Nummer 17. Also ihr merkt, egal wie wir es drehen und wenden, das ist hier Abstiegskampf. Das ist ein 6-Punkte-Match im Kampf um den Klassenerhalt. Ich meine, Hoffenheim hat es Real verkackt gegen Schalke. Oh, ja. Ich hab's live gesehen. Ja, das kannst du am besten also auch beurteilen. Yannick Zückler im Übrigen an der Pfeife. Und Bielefeld, das müssen wir auch nochmal erwähnen, die haben es Real gut gemacht, aber in FIFA gab es an den letzten beiden Spieltagen jeweils eine ordentliche Klatsche. 12 Gegentore, glaube ich, ne? 12 gegen... 11 Gegentore? Ja gut, 11 Gegentore. Und nein, das liegt nicht an Mucke, sondern die letzten beiden Male habe ich Bielefeld gespielt. Und ich habe 11 Gegentore kassiert. So einen schlechten Schnitt hatte ich noch nie! Mal schauen, ob Mucke jetzt Bielefeld da unten so ein bisschen rausschießen kann. Ich gebe mir Mühe. Ja, also schreibt fleißig Kommentare. Was glaubt ihr, wie endet das FIFA-Match und die reale Partie? Und dann konzentrieren wir uns mal. Denn auch Hoffenheim spielt ja bei uns eine schlechte Saison. Da muss ich auch aufpassen, dass die hier endlich mal zu 3 Punkten kommen. Ja, ist keiner mitgegangen, jetzt musstest du anhalten. Ich habe gerade tatsächlich geguckt, ob die Taktik richtig eingestellt ist. Aber jetzt passt die Taktik. Toll. Nee, also das, was Hoffenheim da Real gegen Schalke abgeliefert hat, du. Es war in der zweiten Halbzeit wirklich verdient. In der ersten Halbzeit, muss ich sagen, waren sie selbst schuld. Mhm. Waren deutlich besser. Ja, Eigentor. Und haben es dann einfach nicht geschafft, den reinzukriegen. Die haben, glaube ich, 5-mal vor dem Fährmann gestanden. Wow. Und wenn du es dann nicht machst, dann ist es halt so, wie es so bestraft. Ja. Und dann am Ende auch sehr, sehr deutlich. Ja, da ist irgendwie Hoffenheim, nach dem 2-0 ist Hoffenheim dann komplett zusammengefallen. Ich meine, so wie es... Ja gut, ich meine, international läuft es ja richtig gut. Ja, noch. Noch, ja. Ah, habe ich zu lange gebraucht. Ja, richtig so umnieten. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Zöckler hier drauf war. Gibt der Schnellkarten oder nicht? Das ist so lange her. Ja, weiß ich gar nicht mehr, du. Ja, die Bälle, die brauchen aber auch, bis sie wieder ankommen. Komm, Yannick, lass mal laufen. Der ist nämlich von alleine gefallen. Au. Ach, das ist viel zu kurz. Ja, versuch mal gegen Bibu anzustinken. Ja, komm, machen rein! Wie bitter ist das, ey? So genial pariert. Ja, was bestrafst du das denn auch? Schämst du dich denn gar nicht? Du, das war Bibu, ich konnte gar nicht mehr aufhalten. Ja, kurz für den Spieler nicht wechseln, ne? Das geht ja wieder gut los hier mit Bielefeld. Schon wieder 2 Gegentore, noch keine 30 Minuten rum. Aber, nein, Baumann hält. Erstmal kein Aber. Schade. Ja.
Baumgartner mit einem Doppelpack. Also wenn, dann blamierst du mich richtig, ne? Statt einfach mal gesund drauf zu zucken, nein. Ja, die gehen heute irgendwie alle drüber, wenn ich sie doll raufknall. Ja, das ist ja das Gute. Ach so. Das macht ja, das ist ja das, was Spaß. Ich glaube, ich habe Fußball immer noch nicht so richtig verstanden. Nee. Oh, Mann, das war aber ein brutaler Versuch hier, ne? Schön. Gut gehalten. Kommt sehr gut, aber klasse mitgespielt vom Keeper. Super! Vogelsammer mit der Chance! Da kommen wir nicht mehr ran! Und wow, super! Hut ab! Den hast du richtig gut reingemacht. Na, wenn ich schon voll Zippe nicht hinkriege. Das war Hat man ja gegen Dortmund gesehen, die wollten alle nicht rein. Ja. Weiter geht's. Ja. Oh. Das hast du auch mit Absicht gemacht. Tatsächlich. Ich habe gedacht, ich muss mir den Ball jetzt nur noch weit vorlegen, dann faulst du mich wahrscheinlich. Blöde Bäh. Ich wollte eher stehen bleiben. Ja, man muss schon fast sagen, endlich mal wieder ein Elfer für mich, ne? Den letzten, den gab's ja für dich. Das ist ja unglaublich. Echt? Ich hatte ja einen? Auch gegen Bielefeld tatsächlich. Oh. Das war das 5:1 oder keine Ahnung, wie das Match nochmal ausging. 5:2, glaube ich. Ja, rote Karte. Ach. Rote Karte. Jeder Scheißpass kommt durch. Immer durch die Beine. Oh, scheiße. Er lief nicht mehr weiter. Der kleine Peter kam jetzt am Eingang von Platz 7.
Ach, das war zu offensichtlich. Aber jetzt ja, das haben wir eine richtige Druckphase hier. Also Bielefeld kassiert auf jeden Fall weiterhin zu viele Gegentore. Das kann bei uns, glaube ich, der neue Horrorverein werden. Ja. Ach. Wichtiger Block. Auch gut gemacht. Zwar hohes Bein, aber naja. Egal. Mein Gott. Nein! Ja. Komm, steh auf, steh auf! Oh. Ah. Ecke. Jetzt wird das hier gepfiffen, ne? Ja, jetzt wollte er noch einen Elfmeter rausholen, also... So, jetzt, na geht doch. Oh, ups. Boah, das gibt's doch gar nicht. Das war's. Alter, fällt doch nicht ab, ey. Bielefeld kassiert die nächste Klatsche